LA Auto Show 2014. Wie in jedem Jahr versammelt sich im Herbst die Autobranche in der Millionenstadt Los Angeles und zeigt die neuesten Modelle und Studien. Automotor- und Sportchefredakteur Jens Kartemann macht sich in den Hallen des LA Convention Center auf die Suche nach den Highlights der diesjährigen Messe. Auf dem wichtigen amerikanischen Markt lassen es sich die deutschen Hersteller nicht nehmen und zeigen ihre neuesten Modelle. BMW zeigt auf der LA Auto Show die potenten Vertreter der X5 und X6 Baureihe. $575 PS, braucht man wirklich so viel Leistung? Nee, aber schön, wenn man's hat. Mercedes präsentiert einen alten Bekannten. Die Marke Maybach wird wiederbelebt. Aber nicht als eigenständiges Fahrzeug, sondern als besonders edle Ausstattungslinie für die S-Klasse. Mehr Platz, mehr Luxus und mehr Kosten soll der Mercedes Maybach S600 bieten. Ah, hier lässt sich's aushalten. Eine Mercedes Maybach S600. Leckeres, weiches Nappa-Leder. Wunderbar, macht richtig Platz für die Füße. Porsche setzt in LA auf drei Buchstaben, G, T und S. Und das in gleich zwei Baureihen. Der Klassiker 911 wird um das Modell GTS erweitert. Wem der Carrera S noch nicht sportlich genug ist, für den hat Porsche den jetzt im Programm. Saugmotor at its best. Dabei kommt das Beste aus zwei Welten zusammen. Der Komfort des normalen Elvers und die Sportlichkeit des GT3. 430 Sauger PS, immerhin 30 mehr als im Carrera S. Dazu Heckantrieb und ein Schaltgetriebe. Downsizing-Opfer Cayenne. Auch Porsches Maxi-SUV hat den Kampf gegen CO2 verloren und seinen letzten freisaugenden Motor abgeben müssen. Anstelle des V8 kommt im GTS jetzt ein 3,6 Liter V6. Dank 440 PS gibt's bei der Sportlichkeit kein Problem. 0 auf 100 in 5,2 Sekunden. V-Max 262 km/h. Volkswagen präsentiert auf der LA Auto Show den Golf R für den Großeinkauf, den Variant. Genau wie bei der fünftürigen Version gibt's beim Golf R Variant auch den bekannten 2 Liter Turbo mit 300 PS und den Allradantrieb, damit die Kraft auch immer gut auf die Erde kommt. Das sind die Highlights aus den Messehallen aus Los Angeles. Demnächst finden wir dann die Autos auch auf unseren Straßen.